بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, heute wieder, Alhamdulillah, kann ich wieder unter euch sein. Letzte Woche hatte ich einen anderen Vortrag gehabt, deswegen konnte ich leider nicht. Und wir hatten ja vorletzte Woche auch ein anderes Thema behandelt gehabt, was sehr aktuell war. Das war das Thema Hijab gewesen. Und haben jetzt also zwei Wochen lang unsere Reihe nicht mehr gehabt. Weshalb wir heute, inshallah ta'ala, zunächst erst einmal nochmal kurz Revue passieren lassen müssen. Was hatten wir eigentlich bisher gehabt? Um dann, inshallah ta'ala, fortzusetzen. Wir haben ja unsere Reihe begonnen über die Zeichen des jüngsten Tages mit einer wichtigen Frage, und zwar, warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Und haben diesbezüglich auch einige wichtige Dinge erwähnt gehabt. Nur mal nochmal zur kurzen Wiederholung, nennt mir mal zwei, drei Dinge oder zwei Gründe oder drei Gründe, weshalb wir uns überhaupt mit dieser Thematik beschäftigen und warum es so wichtig ist, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ja. Als Erinnerung für die eigene Nafs? Ja, also als Ermahnung, als Erinnerung, ja, ist das eine, ja, für den Muslim, gut. Inwiefern aber als Ermahnung? Also inwiefern ist es eine Ermahnung? Ja. Die Stärkung der Taqwa, dass man sich vorbereitet. Genau, dass man sich vorbereitet auf das, was in der Zukunft geschehen wird. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ja auch viele Versuchungen angesprochen hat, vor denen er uns gewarnt hat, sallallahu alaihi wa sallam, sodass der Muslim, wenn er weiß, das könnte in der Zukunft geschehen, auch vorbereitet ist und sich nicht die Frage stellt, warum geschieht das, wie kann das sein? Viele der Versuchungen, die wir heutzutage haben, viele der Diskussionen, die wir heutzutage haben, und ich rede hier unter anderem auch der, nicht nur der Fitten al-Shahawat, also der Versuchungen in Bezug auf die niederen Begierden, sondern insbesondere auch Fitten al-Shubuhat, die aus meiner Sicht noch viel schlimmer sind. Und zwar die Versuchungen in Bezug auf Zweifel, welche gegenüber dem Islam verbreitet werden. Und wir leben in einer Zeit, wo diese Zweifel sehr, sehr stark verbreitet werden. Und es viele neue Ideologien gibt. Und Ideologien, die dem Islam diametral gegenüberstehen und die Leute gar nicht mehr wissen, wie sie jetzt ihr alltägliches Leben vereinbaren sollen mit dem Islam und dann viele Dinge in Frage stellen. Und das ist nicht einfach für den Muslim. Und das eine führt dann auch zum anderen. Weil wenn ich erst einmal anfange zu zweifeln, dann frage ich mich, okay, warum sollte ich dann bestimmte Gebote noch einhalten? Warum sollte ich mir das Leben schwer machen? Weil bestimmte Gebote sind natürlich nicht leicht einzuhalten. Gar keine Frage. Weil alles um mich herum mich dazu einlädt, das zu tun. Und wenn ich anfange, Zweifel zu haben an den Grundfesten des Islam, beispielsweise, warum ist eigentlich Zina haram? Aus welchem Grund? Und wenn ich daran anfange zu zweifeln, dass grundsätzlich all diese Gebote ja nur historisch zu sehen sind, als Beispiel, dann ist das eine Tür, die geöffnet wird, die dazu führt, dass ich im Grunde genommen als Muslim nichts mehr praktiziere. Und diese Tür, sie muss letztendlich worin münden? Im Kufr wal a'yadhu billah. Wenn ich das konsequent zu Ende denke. Das ist sehr, sehr verbreitet heutzutage. Sehr verbreitet. Also, ich bereite mich vor. Das ist das eine. Was noch? Was hatten wir noch? Nimm noch ein oder zwei Gründe, warum wir uns damit beschäftigen. Als Wiederholung. Die Schwestern dürfen auch mitmachen. Ja, bitte? Wie bitte? Was ist eine Pflicht konkret? Ja, es ist eine Pflicht für einen Muslim zumindest, sich mit den Arkan und Iman auseinanderzusetzen. Das heißt, mit den Säulen des Iman. Es ist jetzt natürlich nicht eine Säule, aber es gehört zu einer Säule. Und zwar zu unserem Glauben an den jüngsten Tag. Also ich beschäftige mich auch mit den Grundlagen meines Glaubens als Muslim. Was ebenfalls etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und dann Nummer drei, als letztes zur Wiederholung, wir haben noch andere Dinge erwähnt, aber ich will das noch einmal inshallah
uns auch vor Augen halten, warum wir das überhaupt machen. Es festigt bei dem Iman dahingehend, dass Dinge, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Zukunft gesprochen hat, sich dann auch bewahrheiten. Was auch gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade durchmachen, etwas nochmal sehr Wichtiges ist und den Iman stärkt. Wir hatten daraufhin auch die Zeichen unterteilt in zwei Hauptkategorien. Einmal kleine Zeichen und einmal große Zeichen. Die großen Zeichen, die kleinen Zeichen hatten wir nochmal unterteilt in drei Kategorien. Welche waren das? Ja. Zeichen, die einmal eintreffen und nicht wieder geschehen. Genau, Zeichen, die schon eingetroffen sind und sich nicht wiederholen werden. Zeichen, die konstant stehen bleiben. Die schon eingetreten sind, aber sich auch wiederholen können oder konstant und geblieben sind. Und? Und kleine Zeichen, die noch nicht eingetroffen sind. Und wir haben bisher eigentlich uns nur mit den Zeichen beschäftigt, die schon eingetreten sind und sich nicht wiederholt werden. Und wir hatten da jetzt auch mehrere Zeichen erwähnt gehabt, die ich jetzt einfach nur erwähnen werde, ohne ins Detail zu gehen, damit wir nochmal diese Wiederholung haben, inshallah ta'ala. Und zwar einmal die Entsendung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, die Spaltung des Mondes, wie es im Koran erwähnt wird. Drittens, der Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Viertens, die Eroberung von Jerusalem in der Zeit von Umar ibn Khattab, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls vorausgesagt hat. Fünftens, die Pest von Amwas. Die Pest von Amwas. Ja, also eine Pest, die sich ausgebreitet hat, noch in der Zeit, wo die Sahabe gelebt haben. Dann, in der Zeit von Umar ibn Khattab. Dann, die Sahabe werden verschiedenen Fitnen ausgesetzt sein, verschiedenen Versuchungen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über mehrere dieser Versuchungen auch gesprochen gehabt. Einmal die Ermordung von Uthman. Zweitens die Ermordung Umars und dass er ein gerechter Herrscher ist. Zweitens die Ermordung von Uthman. Drittens die Kamelschlacht. Viertens die Schlacht von Siffin. Und ich glaube, bis hierhin sind wir gekommen, Allahu a'lam. Ich glaube, bis hierhin sind wir gekommen. Ich glaube, wir sind nicht weitergekommen, oder? Hat jemand mitgeschrieben? Ich glaube nicht. Weil ich hatte das nicht mehr. Siffin ist richtig. Ich glaube, wir sind bis Siffin gekommen, richtig? Wir wollten noch über die Khawarij sprechen, haben wir aber noch nicht gemacht, glaube ich, soweit ich weiß. Zimmer. Okay. Nochmal kurz zur Wiederholung. Das mache ich immer wieder, damit inshallah so langsam dann auch sich die Daten festigen bei euch. Wann war die Kamelschlacht gewesen? Wann war die Schlacht von Siffin gewesen? Ja, bitte, Schwester. Sehr gut. 36 nach der Hijra und 37 nach der Hijra. Ja, dass ihr euch das merkt, inshallah ta'ala. Wer hat zu dieser Zeit regiert, geherrscht? Welcher Kalif? Ali radiallahu anhu wa Allah, der vierte rechtgeleitete Kalif. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat über all diese Ereignisse auch gesprochen gehabt, hat sie angekündigt gehabt. Er hat keine genauen Zeiten genannt, aber er hat gesagt, es wird etwas kommen, was sich so ereignen wird und ist sogar relativ genau gewesen diesbezüglich. Und wir haben auch das erzählt mit Aisha radiallahu anha und den Hunden, ja, die sie anbellen werden an einem Ort mit dem Namen Al-Hawab. Und dann die Kamelschlacht und wie Ali ibn Abi Talib mit ihr umgehen solle. Wir haben dann auch darüber gesprochen, dass der Prophet so gesagt hat, dass zwei gewaltige Gruppen unter den Muslimen sich gegenseitig dann auch bekämpfen werden, was dann auch die Schlacht von Siffin gewesen ist. Taib. Jetzt kommt etwas, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls mehrfach gesprochen hat. Und interessant ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber gesprochen hat, und zwar so, dass man davon ausgehen muss, dass sich dieses Ereignis wiederholen wird. Dass es dieses Ereignis wiederholen wird. Und zwar zweimal in der Geschichte. Und genau so ist es gekommen. Und genau das haben wir sogar erlebt. Dieses zweite Mal konnten wir mit eigenen Augen, wir alle, die hier sitzen, selbst miterleben. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über
eine Gruppe gesprochen, welche als die erste Abspaltung im Islam gilt. Die Khawarij. Die Khawarij. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat über sie gesprochen als eine historische Gruppe. Also für ihn war das natürlich Zukunft gewesen. Aber für uns heute als eine historische Gruppe. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal über die Khawarij gesprochen als eine Gruppe, welche kurz vor Ende der Zeit oder relativ sozusagen später noch einmal erscheinen wird. Und beide diese Ereignisse sind so eingetreten, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt hat. Und wir wollen uns einfach mal, insha'Allah ta'ala, die Hintergründe diesbezüglich anschauen. Zunächst erst einmal der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann über diese Gruppe spricht. Und zwar ist es ein sehr bekannter Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert wird, von Abu Sa'id al-Khudri, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, also in dem er berichtete, während wir beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gewesen sind und er die Beute aufgeteilt hat, nach der Schlacht von Hunayn, kam ein Mann zu ihm, der hieß Zu al-Khuwaisira. Zu al-Khuwaisira. So ist der Name von diesem Typen gewesen, wahrscheinlich ein Beiname gewesen, eine Kunya. Er hieß Zu al-Khuwaisira. Und es war ein Mann gewesen von dem Stamm der Tamim. Und er sagte dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, i'dil. O Gesandter, Allah sei gerecht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Waihak, was ist los mit dir? Wa man ya'dil, idha lam a'dil. Und wer soll gerecht sein, wenn ich nicht gerecht bin, als Gesandter Allahs? Faqad khibta wa khasirta in lam akun a'dil. Du würdest verloren gehen und verlustreich sein, wenn ich nicht gerecht sein würde. Weil dann würde ja alles, was ich erzähle, grundsätzlich eine Lüge sein. Umar ibn Khattab sagte, Ya Rasulallah, idhin li fihi adrib unuqa. O Gesandter, Allah gibt mir die Erlaubnis, ihm einen Kopf kürzer zu machen. Gib mir die Erlaubnis. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sowas immer abgelehnt. Da'hu, lass ihn. فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ. Weil er hat Gefährten. Ihr werdet euer eigenes Gebet, wenn ihr sie sehen werdet, geringschätzen im Vergleich zu ihrem Gebet. Also ihr werdet das Gefühl haben, als würdet ihr nicht beten, weil sie so viel beten. وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ. Und ihr werdet euer eigenes Fasten, wenn ihr das vergleicht mit ihrem Fasten, als nichts betrachten, so als würdet ihr gar nicht fasten, weil sie so viel fasten. Freiwillig fasten. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ. Sie lesen den Koran, aber er überschreitet nicht ihren Hals, sozusagen diesen Bereich. Ja? Taraqi ist sozusagen hier diese Schulterknochen. Ja? Also überschreitet nicht ihren was? Ihren Hals. يَمُرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Sie fallen vom Islam ab, genauso wie ein Pfeil, der durch seine Jagdbeute hindurchgeht und wieder auf der anderen Seite herauskommt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er beschreibt das, يُنظَرُ إِلَى نَصْرِهِ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نِضَيْهِ وَهُوَ قَدَحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ. Also, man guckt sich den Pfeil überall an, ja, also sozusagen von hinten, von vorne, die Spitze des Pfeiles. Und es ist nichts mehr von der Jagdbeute an ihm dran. Also er hat die Jagdbeute sozusagen durchstochen, wie eine Kugel, die sozusagen einen Körper durchstößt und wieder herauskommt und nichts an ihr kleben bleibt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, und zwar etwas sehr, sehr Wichtiges, ja, also genau, das ist jetzt diese Überlieferung, es gibt noch andere Überlieferungen. Und dann sagt der Prophet aber ganz wichtig, يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ.
Wann erscheinen sie? Dann, wenn die Menschen gespalten sind. Und dann meint Abu Sa'id al-Khudri, فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ. سبحان الله. Ich bezeuge, ja, dass ich dem Propheten صلى الله عليه وسلم gehört habe, wie er das gesagt hat. Und ich bezeuge, dass Ali ibn Abi Talib sie bekämpft hat. Subhanallah. Und genau mit denselben Eigenschaften, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie beschrieben hat. Wer sind nun die Khawarij? Die Khawarij sind eine Gruppe, welche entstanden ist direkt bei der Schlacht von Safin. Wie sind sie entstanden? Und zwar waren das Leute gewesen in der Armee von Ali ibn Abi Talib. Und es kam jetzt zu dieser Schlacht, die ja mehrere Tage gedauert hat. Und am Ende hat die Seite von Muawiyah ibn Abi Sufyan sich eine List ausgedacht. Und zwar haben sie gesagt, und das war die Idee von Amr ibn As, ebenfalls einem Sahabi, einem Gefährten unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, lasst uns Koranschriften nehmen. Es waren noch keine richtigen Masahif, sondern sozusagen so einzelne Blätter, auf denen Koran steht. Wir spießen sie auf die Speere, halten sie hoch und sagen, zwischen uns und euch ist das Buch Allahs. Was haben sie getan? Ali ibn Abi Talib, er sagte, kämpft weiter, das ist nur eine List. Aber jetzt hat eine Gruppe in seiner Armee gesagt, nein, wie sollen wir gegen das Buch Allahs kämpfen? Wir können doch nicht gegen den Koran kämpfen, die halten den Koran hoch, wie sollen wir gegen den Koran kämpfen? Subhanallah. Und auf jeden Fall musste Ali ibn Abi Talib sich dann auf einen Schiedsspruch einlassen. Tahkim. In diesem Schiedsspruch nahm auf der Seite von Ali ibn Abi Talib Abu Musa al-Ash'ari teil. Und auf der Seite von Muawiyah ibn Abi Sufyan Amr ibn As. Und sie haben sich dann geeinigt. Die Einzelheiten müssen wir jetzt nicht wissen, das ist nicht wichtig. Sie haben sich geeinigt. Die gleiche Gruppe, welche eben zuvor gesagt hat, wir können nicht gegen das Buch Allahs kämpfen, hat dann gesagt, wie konntest du dich auf diesen Schiedsspruch einlassen? Schaut mal, egal was man macht, ja, es ist immer falsch. Es gibt Leute, die kann man nie zufriedenstellen. Egal was man macht, es ist immer falsch. Ja, ihr kennt doch dieses schöne Gleichnis oder diese schöne Geschichte mit dem Mann und dem Esel, ja, und seinem Sohn. Ja? Wenn der Mann mit seinem Sohn auf dem Esel reitet, dann sagen die Leute, guck mal, das arme Tier. Ja? Lässt er dann sozusagen seinen Sohn laufen und er reitet, sagen sie, was für ein sozusagen unverschämter, was für ein unbarmherziger Vater, er lässt seinen Sohn laufen und er reitet selbst. Wenn aber dann der Sohn auf dem Tier reitet und der Vater läuft, dann sagen sie, was für ein ungezogener Sohn, ja, der seinen Vater laufen lässt, ja, und selbst reitet. Und wenn sie dann beide absteigen und den Esel laufen lassen, dann sagen sie, was sind das für Dummköpfe, ja? Sie laufen und lassen sozusagen den Esel einfach so neben sich herlaufen. Es gibt Menschen, die kannst du nicht zufriedenstellen, egal was du machst. Es gibt Menschen, egal was du machst, kannst du nicht zufriedenstellen. Deswegen gibt es auch einen sehr, sehr wichtigen Satz, den Gelehrten auch immer wieder bestätigt haben. Was sehr wichtig ist. Und zwar, irda'un nas, ist kein Hadith. Meines Wissens ist es kein Hadith. Ja? Ich weiß auch gar nicht, auf wen das zurückgeht. Ja? Aber es ist ein Satz, der in jedem Fall richtig ist. Und zwar, irda'un nas ghayatun la tudraku. Die Menschen zufriedenzustellen ist ein Ziel, was du niemals erreichen kannst. Und Allah zufriedenzustellen ist ein Ziel, was du niemals unterlassen solltest. Da solltest du immer nachstreben, Allah zufriedenzustellen. فَلَا تَدَعْ مَا لَا يُتْرَكُ عَلَى حِسَابِ مَا لَا يُدْرَكُ. So, unterlasse nicht etwas, was du anstreben musst für etwas, was du nicht erreichen kannst. Also mit anderen Worten, wenn du etwas tust, dann überlege dir nicht immer, was denken die Menschen, sondern überlege immer, was denkt Allah. Weil egal, was du sagst, es gibt immer Leute, die dich dafür kritisieren werden. Also überleg dir, okay,
Was hat Allah gesagt? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt? Sie sind mein Maßstab und danach handele ich. Weil wenn ich mir die Menschen zum Maßstab nehme, dann werde ich immer Menschen haben, die mich für das, was ich tue, kritisieren. Das ist was sehr Wichtiges. Und auf jeden Fall genau dieselben Leute, die erst gerade gesagt hatten, Amir al-Mu'minin, wie kannst du gegen den Koran kämpfen? Sind dann auch diejenigen, die gesagt haben, warum hast du dich auf einen Schiedsspruch eingelassen? Und was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, entweder, du kannst dich nicht darauf einlassen, warum? Weil das Urteil ausschließlich bei Allah liegt. Und sie haben dann eine Ayah genommen aus Surat Yusuf, in der es heißt, in den Hukmu illa lillah. Das Urteil liegt ausschließlich bei Allah. Und dementsprechend dadurch, dass du dich auf das Urteil der Menschen eingelassen hast, bist du ein Kafir. Und dementsprechend können wir dich nicht weiter befolgen. Also entweder machst du Taube oder du bist ein Kafir. Schau mal, wie merkwürdig ihre Gedankengänge sind, wie auch naiv, wie oberflächlich ihr Verständnis vom Islam ist. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben sich abgespalten und sie haben angefangen, Muslime zu bekämpfen. Und Ali ibn Abi Talib haben sie zum Kafir erklärt. Den Cousin des Propheten, den ersten Jungen, der den Islam angenommen hat, haben sie zum Kafir erklärt. Sie haben den Islam nur oberflächlich verstanden, aber nicht tiefgründig. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, der Koran wird nicht was? Diese Stelle hier überschreiten. Sie lesen nur mit der Zunge, aber er kommt nicht ins Herz. Sie haben kein Verständnis, ein oberflächliches Verständnis vom Koran. Und das sehen wir heutzutage bei ganz vielen Muslimen, subhanallah. Dieses Oberflächliche. Sie gehen nicht zu Gelehrten und fragen Gelehrte, versuchen sich intensiv mit dem Islam auseinanderzusetzen, sondern für sie ist alles was? Kufr, Haram, Bid'ah. Es gibt keine Zwischenstufen, es gibt keine Graustufen. Man kann mit ihnen gar nicht diskutieren. Egal wie du argumentierst, sie verstehen deine Argumente nicht. Und deswegen hat Ali ibn Abi Talib gesagt, radiallahu anhu arda, wenn ich mit 1000 Gelehrten debattieren und diskutieren würde, dann würde ich sie besiegen. Aber wenn ich mit einem Jahil, einem Unwissenden debattieren würde, würde er mich besiegen. Warum? Weil ein Gelehrter, er kann Argumente nachvollziehen und verstehen. Aber ein Unwissender, egal was du ihm erzählst, er versteht das nicht. Du redest über eine Sache, er versteht überhaupt nicht, worüber du redest. Und sagt einfach, das, was du erzählst, ist Blödsinn. Obwohl er es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er hat überhaupt kein Argument. Und das ist das Gefährliche an Unwissenheit. Und die schlimmste Form von Unwissenheit ist welche? Jahl Murakkab. Jahl Murakkab ist eine komplexe Art von Unwissenheit. Und zwar, ich bin nicht nur unwissend, sondern ich glaube, ich bin wissend. Und tue so, als wäre ich wissend. Das ist die schlimmste Form von Unwissenheit. Und da machen viele Muslime einen Fehler. Auch gerade Muslime, die anfangen zu praktizieren. Denken, oh, jetzt weiß ich alles. Ja, und fangen dann an zu diskutieren über Dinge, von denen sie gar keine Ahnung haben. Ich kann mich noch erinnern, subhanallah. Ja, ich glaube, viele machen das durch. Ich kann mich noch erinnern über mich selbst. Ja, ganz am Anfang, als ich angefangen hatte zu praktizieren, da haben mir Leute erzählt, dass man... dass sie auf der Umrah-Reise gewesen waren und sie haben auf dem Schiff, sie waren mit dem Schiff von Ägypten nach sozusagen dann Saudi-Arabien sind sie gefahren und sie haben das Gebet verkürzt verbetet. Ah, geht nicht, weil ich nicht wusste, dass es so etwas wie Qasr gibt. Ja? Und dann merkt man, subhanallah, wenn man ganz am Anfang, man denkt, man weiß etwas, aber und fängt dann an, ja, Dinge in Frage zu stellen, nur weil man sie nicht gehört hat oder weil man sie nicht kennt. Eine Katastrophe. Ja, und man schämt sich im Nachhinein natürlich dafür. Ja, und deswegen muss man aufpassen. Ja, einfach aufpassen, seine Grenzen kennen. Und umso mehr Wissen man sich aneignet, desto mehr merkt man, dass man eigentlich gar kein Wissen hat. Das ist wirklich so, subhanallah. Umso mehr Wissen du dir über eine Sache aneignest, desto mehr merkst du, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, oh mein Gott. Ich weiß überhaupt nicht Bescheid. Deswegen muss man als Muslim auch was? Seine Grenzen kennen. Und auf jeden Fall haben jetzt die Khawarij Ali ibn Abi Talib bekämpft und es kam dann zu einer gewaltigen Schlacht, und zwar die Schlacht von An-Nahrawan, wo Ali ibn Abi Talib dann die Khawarij endgültig besiegt hat, aber es sollten auch die Khawarij sein, welche dann Ali ibn Abi Talib ermorden sollten. Ja? Und es ist dann ein sogenannter Abdurrahman ibn Mulajjam gewesen, der Ali ibn Abi Talib dann
auf dem Weg zum Gebet ermordet hat. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gut. Kommen wir jetzt zu den Neo-Khawarij, die wir ebenfalls erlebt haben. Und zwar unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass diese Gruppe sich noch einmal wiederholen wird. Es war eine historische Gruppe, aber sie wird noch einmal kommen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, سَيَخْرُجُ فِي آخَرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ. Am Ende der Tage werden Leute kommen, wird eine Gruppe kommen von Menschen, die noch sehr unerfahren ist. أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ, unerfahren, jung. سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ, haben törichte Träume. يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ. Ja, sie zitieren den Koran, sie zitieren den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja, zitieren schöne Worte. يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. Sie lesen den Koran, aber er überschreitet nicht was? Ihre Kehlen. يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Sie fallen von der Religion ab, genauso wie ein Pfeil durch seine Jagdbeute hindurchgeht. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Wenn ihr auf sie trefft, dann tötet sie. Weil in ihrem Töten man am jüngsten Tag einen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen wird. Und die meisten Gelehrten heutzutage sind sich fast einig darüber, dass diese Gruppe der IS ist, den wir heutzutage erlebt haben. Dass die Gruppe, die wir selbst erlebt haben und die von sich behauptet haben, sie seien der islamische Staat, weiß ich nicht was, viele Gelehrte, wenn nicht sogar ein Großteil der Gelehrten geht davon aus, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau diese Gruppe gemeint hat. Und es gibt noch andere Überlieferungen, wo, subhanallah, Eigenschaften erwähnt werden über sie, wie sie aussehen, langes Haar, ja, oder geschorenes Haar, ja, kaum etwas, was dazwischen ist, ja, wie sie sich kleiden werden, etc. Was alles darauf hindeutet, dass wahrscheinlich diese Gruppe, ja, genau die ist, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier erwähnt hat. Und Allah ta'ala weiß es natürlich am besten. Und interessant ist, es sind fast dieselben Eigenschaften wie die ersten Khawarij. Und deswegen nennt man sie auch Neo-Khawarij. Die neuen Khawarij, die Khawarij der Neuzeit. Weil sie ebenfalls nur dieses oberflächliche Verständnis vom Islam haben. Sie machen Tekfir, legen den Islam in einer Art und Weise aus, die den Muslimen selbst fremd ist. Bekämpfen die Muslime und lassen von den Feinden der Muslime ab. Wie es in einer anderen Überlieferung heißt. Yaqtulun ahl al-Islam. Ja, sie töten die Leute des Islam und unterlassen die Leute des Unglaubens. Und genau das ist geschehen, was wir heutzutage erlebt haben, subhanallah. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat einmal, als er über die Khawarij gesprochen hat, über eine Gruppe gesprochen, die in der Zeit von Ali ibn Abi Talib erschienen ist, und dann noch einmal über eine Gruppe, die am Ende der Zeit erscheinen wird und die wir wahrscheinlich auch dann erlebt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Wichtig für uns ist was? Dass wir das einfach verstehen als Muslime. Und dass wir auch als Muslime uns ganz klar von solchen Handlungen distanzieren, weil sie nämlich mit dem Islam nichts zu tun haben. Wir sagen nicht, dass sie Kuffar sind. Aber wir sagen ganz klar, dass sie den Islam auf den Kopf gestellt haben. Und es ist unsere Aufgabe, auch diese Ideologie zu bekämpfen. Und auch ganz klar zu benennen, dass das eine giftige und gefährliche und schädliche Ideologie ist. Ich meine, wie viele Jugendliche sind, subhanallah, angesteckt worden durch diese Ideologie und infiziert worden durch diese Ideologie und sind dann rausgerissen, gestorben, haben ihr Leben geopfert für nichts und wieder nichts. Familien wurden zerstört. All das für was? Für eine Ideologie, die am Ende nur wem gedient hat? Dem Feinden des Islam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ein weiteres Zeichen, über das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet hat, und was sich so nicht wiederholen wird, aber schon, wie es die meisten Gelehrten sagen, aus dieser Zeit erschienen ist, ist ein Feuer, welches im Hijaz erscheinen wird. Und welches von den Leuten in Busra, eine Stadt in Scham,
sogar gesehen werden kann. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, ehe ein Feuer aus dem Land Hijaz herauskommt und die Kamelhälse in Busra beleuchtet. Allahu Akbar. Was ist das für ein Feuer gewesen? Und die Historiker, die muslimischen Historiker sagen, es gab genau solch ein Feuer. Und zwar im Jahr 654 nach der Hijra. Ganz konkret am 29.05.1256 nach Christus. Am 29.05.1256 nach Christus. Und Abu Shama, er sagt über dieses Ereignis, also ein Historiker, in der Nacht des dritten Jumada al-Akhira, des Jahres 644 nach Hijra, ereignete sich eine riesige Explosion in Al-Madina al-Munawwara, auf die ein Erdbeben folgte, das den Erdboden, die Mauern, die Dächer, das Holz und die Türen schwer erschütterte, Stunde um Stunde bis zum folgenden Freitag. Dann brach ein riesiges Feuer in Harra, das ist ein Ort in der Nähe von Medina, aus, nahe dem Gebiet der Banu Qurayza. Und Medina ist umgeben von zwei Harra. Harra sind Vulkansteine. Das sind Vulkansteine. Und zwar diese beiden Vulkansteingebiete, die man Harra nennt und Medina, sie haben auch Medina geschützt. Und auf jeden Fall sagt er, nahe dem Gebiet der Banu Qurayza, dass wir von unseren Häusern innerhalb der Stadt klar erkennen konnten, so als wäre es ein riesiges Feuer, aus dem Ströme vom Feuer herausfließen würden. Ähnlich wie Wasser, das in das Wadi Shawa fließt und dabei Feuerfunken oder Feuerklötze in der Größe von Festungen spuckt. Ja, also wir müssen davon ausgehen, subhanallah, und das hielt insgesamt 52 Tage an, also dieser Vulkanausbruch und die Aktivität des Vulkans hielt 52 Tage an, dass dieses Ereignis, über das der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, sich schon ereignet hat. Und zwar im Jahr dann 654 nach der Hijra. Müssen wir gar nicht näher darauf eingehen, weil wir wissen nicht viel mehr über dieses Ereignis. Und jetzt kommt ein Ereignis, was sich schon so bewahrheitet hat, teilweise, und sich immer noch bewahrheiten kann. Also wir kommen jetzt langsam zu den Ereignissen, die heutzutage immer noch auch sich wiederholen können. Und zwar, eines dieser Ereignisse ist, dass Lügner und Scharlatane vor der Stunde erscheinen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين. Die Stunde wird sich nicht ereignen, bis nicht um die 30 Lügner und Lügenpropheten dann erscheinen werden. كلهم يزعم أنه رسول الله. Jeder von ihnen glaubt oder behauptet, was zu sein? Ein Gesandter Allahs. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ganz klar festgelegt, so wie es auch der Koran tut, dass er das Siegel der Propheten ist. So heißt es auch in Surat Al-Ahzab, Khatam al-Nabiyyin. Er ist das Siegel der Propheten. Und nach ihm wird es keinen weiteren Propheten geben. Welche Ayah ist das nochmal? Ich habe vergessen, diese Ayah rauszuschreiben. Genau, welche Ayah ist das? Ich sage euch genau. Walakin Rasulallahi wa khatam al-Nabiyyin. Ich muss nur die Nummer der Ayah herausfinden, damit ihr sie auch habt, inshallah. Khatam. Genau. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Es ist Surat al-Ahzab, also Surat Nummer 33, Vers Nummer 40. Muhammad ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern. ولكن رسول الله, sondern Allahs Gesandter. وخاتم النبيين, und das Siegel der Propheten. وكان الله بكل شيء عليما, und Allah weiß über alles Bescheid. Diese Ayah ist klar und deutlich. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das nochmal bestätigt mit seinen Worten, indem er nämlich gesagt hat, وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, und die Propheten wurden durch mich abgeschlossen, abgerundet. فَلَا نَبِيَّ بَعْدِي, so wird es nach mir keinen weiteren Propheten geben. Darüber besteht Konsens unter allen Muslimen. Ob Schiiten, ob Sunniten, alle Muslime haben einen Konsens, ein Ijma' darüber,
dass es nach unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam keinen weiteren Propheten geben wird. Und dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit der Stunde gesandt wurde. Und somit der letzte aller Propheten und Gesandten ist. Es gab aber jetzt, wie der Prophet selbst gesagt hat, Menschen, die das behauptet haben. Und das schon relativ kurzfristig nach dem Tode unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer war der erste Lügenprophet überhaupt gewesen? Musaylima al-Kadhab, absolut richtig. Musaylima al-Kadhab, ja, er hat behauptet, Prophet zu sein, und er hat auch schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam abgelehnt, hat ihm ein Angebot gemacht, guck mal, nach deinem Tod werde ich derjenige sein, der dann herrschen wird, was natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam ablehnte und auch aufgezeigt hat, dass Allah Ta'ala die Macht gibt, wen er möchte. Das heißt, wir haben einmal Musaylima al-Kadhab. Wir haben Al-Aswad al-Ansi im Jemen. Wir haben Sajah, das ist eine Frau gewesen, ja, die dann später aber wieder den Islam angenommen hat und die auch sogar mit Musaylima al-Kadhab geheiratet hat. Und als er dann getötet wurde, hat sie den Islam wieder angenommen. Wir haben einen Mann, der hieß Dulayha ibn Khuwaylid al-Asdi. Wir haben jemanden, der in der Zeit der Tabi'in erschienen ist, der hieß Al-Muqtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Also es gab mehrere, die schon relativ nah nach dem Tod oder relativ kurz nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam das behauptet haben. Und es gab viele Leute, aber das waren diejenigen gewesen, die auch wirklich Einfluss hatten und die auch eine Gefolgschaft hatten und die auch gefährlich wurden. Ich meine, Musaylima al-Kadhab war wirklich gefährlich gewesen für die Muslime. Und die Muslime haben ihn dann, alhamdulillah, mit Allahs Gnade besiegen können. Aber es sind nicht nur diejenigen, die diese damaligen Zeit gelebt haben, sondern es gibt auch welche, die immer noch heutzutage große Auswirkungen haben. Und zwar, wer ist der Lügenprophet eindeutig, der heutzutage immer noch eine große Gefolgschaft hat, die sich von Menschen, die sich auch als Muslimen bezeichnen? Die Ahmadiyya, richtig. Ja? Und zwar Ghulam Ahmad al-Qadiyani. Ja, es hat, glaube ich, in Indien, genau, in der Stadt Qadian gelebt. Ja, ich glaube, es war im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert gewesen. Und die genauen Daten habe ich jetzt nicht im Kopf, aber um das 19. Jahrhundert herum. Und er hat angefangen als erst einmal Reformer. Und irgendwann einmal hat er dann angefangen zu behaupten, er sei der Messias. Nein, er sei Jesus. Und irgendwann hat er gesagt, ich bin ein Prophet. Und er ist auch so gestorben. Und er hat eine große Anhängerschaft. Und alle Gelehrten des Islam, ob Sunniten oder Schiiten, sind sich darüber einig, dass die Ahmadiyya dementsprechend keine Muslime sind. Auch wenn sich das hart anhört, ja, aber es ist eindeutig, weil sie nämlich einen der Grundpfeiler des Islam ablehnen, nämlich dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Propheten ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns ganz klar gewarnt von dieser Gruppe. Und ihr werdet auch Anhänger von ihnen sehen. Sie haben Moscheen, wie wir Moscheen haben. Sie nennen sich auch Muslime. Und ihre Frauen tragen sogar Hijab. Ja, und viele von ihnen sind sogar medial präsent und verteidigen sogar den Islam. Aber man muss sich als Muslim davor in Acht nehmen. Warum? Weil sie nämlich etwas ganz Klares, ein ganz klares Fundament des Islam ablehnen. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Propheten ist. Kommen wir noch insha'Allah ta'ala zu zwei Zeichen, denen wir heute bi'iznillah abschließen werden. Und zwar hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch darüber gesprochen gehabt, wie sich der Islam ausbreiten wird. Und das sind teilweise Dinge, die sich so nicht wiederholen werden. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes. تغزون جزيرة العرب. Ihr werdet die arabische Halbinsel erobern. فيفتحها الله. Woraufhin Allah Ta'ala sie für euch eröffnen wird. Also ihr sie erobern werdet. ثم فارس. Und dann Persien. فيفتحها الله. Und dann wird Allah Ta'ala euch Persien geben. Und ihr werdet Persien erobern. Und das ist geschehen in der Zeit von Umar ibn Khattab. ثم تغزون الروم. Und dann werdet ihr Byzanz bekämpfen. فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ Woraufhin Allah Ta'ala euch Byzanz erobern lässt.
Und das ist ebenfalls geschehen. Und mit Byzanz sind unter anderem auch europäische Christen gemeint. Und zwar von zwei Seiten ist das geschehen. Einmal von Ascham aus, ja, dass sich der Islam dann in Syrien, was war ja alles sozusagen unter der Herrschaft der Byzantiner gewesen, in Syrien ausbreiten wird und dann später auch Konstantinopel in der Zeit der Osmanen. Und vom Westen aus, indem nämlich die Muslime bis nach Spanien gelangt sind und sogar bis nach Frankreich und dann aber über 8 Jahrhunderte über Al-Andalus geherrscht haben. Also der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn er hier von Rom spricht, dann meint er damit nicht Rom als Stadt, sondern meint er damit was? Die Byzantiner. Und es ist genauso gekommen, wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat. Und jetzt sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّال فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ. Und dann werdet ihr gegen den Dajjal kämpfen. Darauf kommen wir natürlich auch zu sprechen, wenn wir über die großen Zeichen des jüngsten Tages sprechen werden. Ja, was ganz konkret geschehen wird in der Zeit des Dajjal und wie er bekämpft werden wird. Aber es wird eine Gruppe von Muslimen geben, welche gegen den Messias Dajjal kämpfen werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns also eine ganz klare Abfolge aufgezeigt. Erstmal Persien, dann Byzanz und dann der Dajjal. Und ja, genau. Und das ist sozusagen diese Überlieferung, ja, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch über diesen Ablauf spricht. Wie es sich auch dann zugetragen hat und was also noch übrig bleibt, ist eigentlich nichts anderes als der Dajjal. Wie viele Jahre dazwischen sind, das weiß natürlich nur Allah subhanahu wa ta'ala. Kommen wir jetzt zum letzten Zeichen, inshallah. Und es ist ein positives Zeichen. Und zwar wird überliefert von Khabbab ibn al-Arad. Das ist einer der Sklaven gewesen, welche sehr, sehr hart unterdrückt wurden und gefoltert wurden. So hart gefoltert wurden, dass sogar auf seinem Rücken Kuhlen gewesen sind. Das heißt, Löcher gewesen sind durch die Folter, die er erleiden musste. Man hat ihn nämlich gefoltert mit glühender Kohle. Und diese Kohle hat sich in seinen Rücken hineingefressen. Und er hat das dann auch sogar später Omar ibn Khattab gezeigt, wie er gefoltert wurde. Und Khabbab ibn Arad, er sagte Folgendes. Schakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben uns beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam beklagt. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli al-Ka'ba. Und er war gerade sozusagen, ja, im Schatten der Ka'ba gewesen, hat sich sozusagen, war bei der Ka'ba. Und dann die unterdrückten Muslime, die gefoltert wurden und wirklich schlimme Schmerzen erleiden mussten, sagten dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam am Anfang des Islam, Ya Rasulallah, ala tastansur lana, ala tad'u lana, o Gesandter Allahs, willst du nicht endlich für uns Dua machen? Willst du nicht Allah bitten, dass er uns zur Hilfe eilt? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen, Qad kana man qablakum, vor euch die Leute, يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ. Vor euch die Leute wurden genommen, es wurde für sie ein Loch in der Erde ausgegraben. فَيُجْعَلُ فِيهَا. Und er wurde in dieses Loch hineingelegt. ثُمَّ يُؤْتَ بِالْمِنْشَارِ. Und dann wurde eine Säge gebracht. فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نُصْفَيْنِ. Und er wurde mit dieser Säge vom Haupt an in zwei Hälften gesägt. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. Oder er wurde bei lebendigem Leibe gehäutet. مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. All das hat ihn nicht von der Religion abgebracht. Bevor wir weitermachen mit diesem Hadith, ganz wichtig. Schaut mal, was diese ersten Generation von Muslimen durchgemacht hat. Und schaut mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch über frühere Muslime und gläubige Menschen gesprochen hat. Was sie alles für Folter und Qualen durcherleben mussten und trotz alledem am Islam festgehalten haben. Auch in unserer heutigen Zeit gibt es Menschen, subhanallah, die Allah ta'ala mit Folter und Qualen prüft, nur aufgrund ihrer Religion. Es wiederholt sich. Und wenn wir jetzt hier, alhamdulillah, in Deutschland leben, relativ frei leben können, unseren Glauben frei ausleben können, dann sollten wir das immer vor Augen haben. Und wenn wir mal dann einem Druck ausgesetzt sein sollten, ob es medialer Druck ist oder Leute auf der Straße, die sich über Muslime lustig machen,
oder in den sozialen Netzwerken, dann sollten wir uns immer wieder daran erinnern. Weil das gibt uns Kraft, weil dann merken wir, subhanallah, die Prüfung, die wir hier in Deutschland durchmachen, die ist nicht zu vergleichen mit der Prüfung, die diese ersten Muslime durchgemacht haben. Und dann wird einem klar, ich habe eigentlich nicht wirklich viel für den Islam gelitten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er prüft manche Menschen wirklich hart. Und diese Menschen bestehen diese Prüfung. Und wenn ich dann schon bei einem kleinen Druck nachgebe, wie schwach muss dann mein Iman sein, subhanallah. Und dann machte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen Hoffnung. Und er sagte, Wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr. Bei Allah. Allah, er wird diese Angelegenheit zur Vollendung bringen. Also den Islam. Hatta yasira al-rakibu min san'a'a ila Hadramaut. So dass ein Reiter von Sana'a im Jemen bis nach Hadramaut, ebenfalls im Jemen, reisen kann. La yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Und sich vor nichts fürchten muss, außer vor Allah und vor dem Wolf, der seine Schafe auffressen möchte. Walakinnakum tasta'jilun. Aber ihr seid viel zu voreilig. Viel zu voreilig. Viele dieser Muslime, die in dieser ersten Zeit gelebt haben, sie haben das nicht mehr miterlebt. Sie haben die Ausbreitung des Islams nicht miterleben können. Mus'ab ibn Umayr und andere, welche ihr gesamtes Leben geopfert haben. Andere haben es miterlebt. Und deswegen, was lehrt mich das als Muslim? Geduld zu zeigen, auch in schwierigen Zeiten zu wissen, der Ausweg wird kommen. Es kann sein, dass ich vielleicht nie erleben werde, dass sich etwas verändern wird in der Umma. Aber es wird sich etwas verändern, früher oder später. Ich darf nur nicht ungeduldig werden. Ich darf nicht gleich aufgeben, sondern ich muss Allah Ta'ala bitten, dass er mich festigt auf diesem Weg. Und wir leben in einer Zeit, wo es sehr viele Versuchungen gibt. Vielleicht andere Versuchungen als die Versuchungen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und meine Aufgabe als Muslim ist es, gefestigt zu bleiben und Allah zu bitten, dass er mich festigt. Und nicht gleich aufzugeben bei dem kleinsten Druck. Weil das sind alles kleine Prüfungen im Vergleich zu den Prüfungen, denen die ersten Muslime ausgesetzt gewesen waren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen in unserem Glauben. Amin ya Rabbil Alameen. Ich möchte es bei diesen Zeichen für heute belassen, insha'Allah ta'ala. Nächste Woche, wie izna Allah azza wa jalla, werden wir dann weitermachen. Wir sind jetzt schon eigentlich angelangt bei den Zeichen, welche sich auch wiederholen können. Also bei der zweiten Kategorie von Zeichen, die schon eingetroffen sind, aber die andauern oder sich wiederholen können. Und insha'Allah ta'ala werden wir dann nächste Woche eine auch Anzahl von Zeichen nehmen, damit wir auch vorankommen, wie izna Allah azza wa jalla, und uns dann mit diesen Zeichen beschäftigen, die zu dieser zweiten Kategorie gehören, insha'Allah ta'ala.